So, dann kommen wir zurück zu Dark Souls. Quatsch, Dark Souls. Dark Souls ist ein Spiel, wo ich mir eben auf meine Maus gekommen bin und deswegen gerade die Taste anders ist. Wir haben gerade über Motion Sickness geredet. Also, ich bin relativ der Meinung, dass es nicht der Benzingeruch ist, der mir schlecht macht, weil ich merke davon noch nicht. Also, ich rieche den nicht mehr. Ich glaube, es ist eine Kombination irgendwie aus dem Auto. Long story short, auf jeden Fall glaube ich, dass Schlafmangel auch einer der Gründe ist. Fürs Kind ist mir irgendwie richtig schlecht geworden. Da hatte ich mal Reisetabletten so einen Spaß. Brauche ich zum Glück mittlerweile nicht mehr. Das ist eine sehr schöne Kamerafahrt hier gerade. Ich hätte Probleme mit Ledergeruch. Naja, wahrscheinlich mit den Gerbmitteln, oder? So, fahren wir denn hier lang? Müsste halt mal kurz genau gucken, wo man da runterkommt, weil ich würde ja fast vermuten, dass wenn man in der Mitte runterspringt, man auch irgendwo ankommt, oder? Na gut, wir sind jetzt immer quer durch die Halle gefahren. Also, das haben wir ja. Wir sind irgendwo da hinten links, warm war. Und wo sind wir jetzt? Erstaunlich wasserarm hier. Dafür, dass der Ort die Tiefen heißt. Wenn ich da runterspringen, muss ich bestimmt kämpfen, wa? Habe ich noch Heilungsfragmente? Nicht mehr viele. Ich müsste irgendwann mal anfangen, Seelen zu fahren, damit ich auch keine Seelen nicht verlieren kann. Ich möchte aber eigentlich nicht sterben wegen Dings hier. Wegen nicht nochmal herrennen müssen. Vielleicht wird es ja auch halt gar nicht so schaffen. Ach, wem will ich hier überhaupt anders nicht bestimmen? Oh nein, ich hasse... Oh nein, Schwertbogenschütze! Oh. Oh, das ist an... Hallo. Ey, das Anvisiersystem in diesem Spiel ist die letzte Katastrophe! Es visiert immer irgendeinen Scheißgegner, der 1000 Meter weit weg ist. Ach. So, war ich denn jetzt da? In der Welt. Ey, ja, natürlich! Natürlich! Ein so behindertes Kackskelett trifft mich gerade so doll, dass ich einfach ein Viertel Lebenspunkte verliere, weil jetzt sein scheiß Messer nach mir wirft. Ach, guck mal, ich kann hier. Nee. Nein, da komme ich aber relativ schnell wieder hin, wo ich bin, da ich den Ort hier als letztes erkundet habe. Das ist aber nicht so. Auto, was mir angeguckt. Naja, auf jeden Fall ernst oder komisch. Unseren einen Firmenauto wird mir richtig doll schlecht. Ist nicht schön, aber ich glaube, Müdigkeit ist auf jeden Fall einer der Faktoren. Ich habe aber heute übrigens verschlafen. Ich bin um 8 Uhr aufgewacht und dachte, naja, geil. Gut. Wo ich dann von Arbeit gefahren bin, war ich irgendwie trotzdem bei 8 Stunden Arbeitszeit, also war alles gut. Also 8 Stunden von 8,5. Eine der Dinge, die ich komplett vergessen habe, bevor ich ins berufstätige Leben gegangen bin, dass man ja nicht 8 Stunden arbeiten muss, sondern 8,5 am Tag. Weil... Das ist immer Mittagspause. Ich habe früher meinen jugendlichen Leichtsinn irgendwie mal angenommen, dass die Arbeitszeit... Alter, was ist denn mit diesen scheiß fucking Skeletten nicht in Ordnung? Ich hasse diese Scheißviecher! Ja, natürlich haut mich halt noch mehr von hinten! Och, das ist doch behindert! Jetzt können wir doch mal die Kraft nicht probieren. Ja, das tötet die nicht mal ansatzweise. Das ist richtig dumm. Oh, hab ich nicht. Nein, zurück. Oh, toll. Komm, war denn das Heilfrag? Ich lebe sogar noch. Ach so! Alter, hallo! Warte mal auf. Alter, wie viel Schaden die Scheißviecher machen? Hallo! 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 Was sind denn das? Das ist doch so behindert! Das sind scheiß fucking Skelette, die sind nach 3 Schlag tot. Aber die ziehen mir jedes ein Viertel Leben mit einem Schlag ab. Das ist so behindert viel! Ich kann schon wieder nicht verstehen, ne? Hallo, Spiel, Spiel, Spiel! Vor allen Dingen habe ich gerade eins von diesen unvergänglichen. Hallo! Es ist ein scheiß fucking Skelett, ne? Oh, die sind so tanky, diese Drecksviecher. Mir ist aufgefallen, dass in letzter Zeit das Mikrofon ein bisschen übersteuert hat. Und ich glaube, das hat was mit meiner Mikrofonreinigung zu tun. Ich bin mir nicht ganz sicher. Allerdings, es übersteuert nicht in den Sinn, sondern es klippt. Und Clipping ist gar nicht gut.
Ja, aber trotzdem, was soll denn das mit diesem... Guck mal, der erzählt schon wieder. Was soll denn das mit diesem behinderten Scheiß-Skelett? Na, wirklich, das ist so lächerlich. Wie wird Damage die drücken? Ich glaube, das ist ja was zu laut. Ja, das auch, aber... Ja, das ist halt trotzdem nicht... Das ist... 100%. Ist trotzdem nicht schön. Also, weiß nicht, was ist leicht anders? Weiß nicht, ob ich das übersteuert habe, aber mein Ort ist auch so leise. Ich kann natürlich hier das... Achso, warte mal, ich kann das so machen. Jetzt mich... Ich bin selber ganz leise. Meep. Ich habe hier noch so ein... Ich habe hier einen so Drehregler, weiß ich nicht so richtig, was er macht. Der ändert nichts. Na egal. Was, da war ich ins Bett? Um 8? Um 8? Was tust du, Armer, dass du um 8 Uhr abends ins Bett gehst? Also, wir stellen übrigens fest, das ist eine komische Fähigkeit. Also, diese Erdfähigkeit. Ich dachte, es ist um 8, ich weiß nicht, an die Stadt. Das ist diese komische. Nein, ich komme überhaupt nicht zum. Also, wir stellen erstmal fest, dass die Skelette kacke sind, weil sie total überpowered sind. Weil die können Angriffe blocken. Was halt für einen Gegner ist, der die schwarmt, halt ein bisschen scheiße. Ne? Und dann können die... Mann, was ist denn das für eine Scheiße? Wer hat sich das denn ausgedacht? Das behinderte Scheiß... Fucking Skelette! Das ist so dumm! Hallo? Ich würde gerne mal hier zum... Hallo! Ey! Das ist absolut behindert! Ey, wer hat sich diese Scheiße ausgedacht? Oh, naja, das ist ein Gegner, der schwarmt dich, aber er kann trotzdem blocken. Jetzt kommen wir jetzt mal in die Richtung. Nämlich hier. Gab's noch ein ständiges Anvisieren? Ich visiere die dauerhaft an, aber es visiert halt immer die falschen an. Also, ich kann jetzt hier doch wechseln. Aber es sind halt irgendwie 7 Gegner. Und bis ich die alle durchgeschlagen habe, bis ich den scheiß Bogenschützen habe. Das Schlimme ist ja, die machen halt Schaden wie Sau. Und ich kann da nicht einfach in die Menge reinhauen, weil die blocken mich. Ich mache keinen Damage. Und die blocken halt alle. Und dann kann ich ja nicht mal die behinderten Bogenschützen hauen, weil mich diese komischen anderen Wichser von hinten ihr scheiß Schwert werfen. Weil es reicht ja nicht, dass sie noch Damage wie Sau drücken. Nein! Sie können auch ihr behindertes Kackschwert werfen. Weil, warum nicht? Da kann man ja schon mal einen Gegner draus machen, der Entwurf. Weißt du, wenn das irgendwelche Zombies wären, die halt mich halt im Nahkampf angreifen, wo ich halt irgendwie die kiten kann. Aber nein! Es sind behinderte Scheiß-Fucking-Skelette, die super schnell laufen können. Oh, das ist so nervig. Das ist so dumm. Ach, Mann. Alter. Hallo. Du kommst zu nichts. Du kommst einfach zu fucking nichts bei diesen Viechern. Jetzt haben wir es, oder? Oh, meine Fresse, also wirklich. Es ist halt richtig dumm. Also, wie gesagt, das Gedrücktheiten ist jetzt nicht mein Problem. Aber das ist halt, dass die. Das ist halt. Dass die halt alles stängern können. Regt mich richtig doll auf. Wie man vielleicht auch hört. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt hier woanders sterben, müssen wir uns dann erzählen, hier der Kamera rumärmen. Weil ich eigentlich immer die Hütte verloren. Was ich ja nicht gerade sagen wollte, ich habe vorhin eins von diesen ewigen Fragmenten auszusehen genutzt. Das ewige Fragment macht, dass an, wenn ich sterben würde, sterbe ich stattdessen nicht und heile mich stattdessen. Überlebe stattdessen mit ein bisschen Leben. Ja, ich sehe die Schwerter da oben. Ich weiß, was ich zu tun habe. Kommen wir gleich zu. Das ist aber total nervig, die Szene hier. Immer schön herumgebeutet. Ja, das ging noch nicht. Das habe ich doch versucht auszuweichen. Aber es war nicht möglich.
weil ich mir halt immer so, weil der Raum nicht so riesig ist und ich mir vor allem sofort daher springen und dann springen nicht nur daher, sondern werfen ihre behinderten scheiß Kackmesser mir noch nach. Weil der nicht reicht, dass da schon zwei Bogenschützen auf einmal sind. So dass ich nicht mal die Nahkämpfer erstmal irgendwie platt machen kann. Das ist halt total dumm. Vom Design her auch. Ah, so, ich glaube, hier ist jetzt der, ist die Anseite, oder? Bringt das irgendwas? Also. Wie? Ach, da oben ist noch ein Schwert. Also ist nicht da, oder? Achso, hier ist eine Druckplatte, wa? Achso. Warte mal. Jetzt eine ganz dumme Frage. Kann ich hier schummeln? Aber ich brauche wahrscheinlich die Platte, oder? Also dafür brauche ich die Platte, also. Na gut. Aber was im Kreis, gab es nicht einen Kloppe? Es ist halt, ach, naja. Das kann man bestimmt irgendwie graziler lösen, als ich das gerade gemacht habe. Aber so eine Scheiße regt mich trotzdem auf. Bin ich immer der Meinung, dass Dark Souls 3 kein besonders gutes Spiel ist, so ein Gegnerdesign und so Zeug. Na gut, guck mal, die Platten, die du durch die Gegend schlagen kannst, die haben auch so, so eine Art Wanne, also, die du durch die Gegend schlagen musst. Ich sehe genau, wie das... Wie ist das Vieh? Napf. Nallen. Also die... Hi. Ich hätte eine, also die Platten jetzt. Ich hätte deswegen auch. Was war für die Wiener ins Kackskeletten? Wärmen die sich das Feuer an den Toten? Ich hasse dieses Skelett übrigens. Also von allen Gegnern sind die bis jetzt echt die schlimmsten, einfach weil sie blocken können. Weil die halt immer Masse vorkommen. Und weil sie halt diesen Behinderten auf. Oh. Hallo. Och Mann, ey! Die machen so viel Schaden. Das ist so behindert. Das ist fast genauso schlimm wie diese komischen anderen Viecher, die auf dieser Kreuzung waren. Die waren echt genauso ärgerlich, weil die genau das gleiche konnten. Das ist relativ unkreativ, das ganze Spiel, weil das sind genau die gleichen Gegner eigentlich, wenn man darüber nachdenkt. Vor allem muss ich den ganzen Scheißweg wieder laufen, weil diese Scheißviecher mich mit zwei Schlag aus dem Leben nehmen. Ey, das ist so dumm. Also wirklich. Was soll denn das? Wer dachte sich, das ist okay? Das ist halt einfach nur scheiße. Das kostet jetzt wieder Zeit. Jetzt muss ich da wieder rein. Und vor allem muss ich jetzt diese dumme Gegnerhorde nochmal umschlagen, weil das ja die anderen Gegner, die mich ja gerade umgehauen haben, waren ja 3 Meter davon entfernt durch die Tür durch. Ja, ich doch gerade versucht, den Blitzsonar, da hat überhaupt keinen Schaden gemacht. Hat der nichts gebracht? Ich musste trotzdem noch alle selber umschlagen. Das war ja der Schlimmste. Der hat überhaupt nichts gebracht. Kein Effekt, keine Ahnung. Der trägt mir halt um. Ja, nicht gut für mein Blut. Gut, dass ich noch jung bin. Oder können wir vielleicht irgendwie so ein bisschen das gerade so noch vermeiden, dass ich da vielleicht nicht... Dir das an! Ja, block, 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 block. Nur bist du tot, weil ich meinen Aufladeangriff mache. Das ist so scheiße! Oh, block, block, block. Komm, jetzt kommen die anderen Wichser von hinten an! Oh, Alter. Oh, Mann, ey. Oh, ey, das ist so behindert! Wer hat sich überhaupt gedacht, dass in den Hackenslay blockende Gegner irgendwie was Gutes sind? Ich krieg einen Föhn, also wirklich, das ist doch scheiße!
das liegt doch daran, dass das Ausweichsystem in diesem Spiel keine Invisible Frames hat. Oder anscheinend ja doch, weil da das eine Item sagt, das erhöht die Frames davon. Aber du stattdessen... Ach, das ist so behindert, wirklich. Oh, ein Blockplatt-Gegner mit einem Aufladerangriff. Weißt du, das ist eine Angriffsart für einen Gegnertyp, der... Das ist eine Angriffsart für einen Gegnertyp, der nicht so nah rankommt. Quatsch, der einzeln vorkommt, wo es nicht viele gibt, sondern einen. Und nicht 20. Weil, so wie das gelöst ist, ist es halt richtig dumm. Und das nervt. Na, guck mal hier, wenn der Typ alleine steht, dann ist das ein guter Kampf. Dann blockt der erst irgendwie, oder wenn es auf ihn sagen, wo nur zwei gibt. Aber nein, stattdessen, mit diesem Gegner zusammen... Boah, Alter. Wirklich. Ein normaler 0,50 Gegner sollte nicht 50% Damage machen. Vor allem, die waren ja von Anfang an so scheiße, die Typen. Das war ja in den gleichen Höhen, wo davor waren die ja auch so, die Wichser. Das hat sich ja nicht geändert. Das ist halt total dumm. Ich weiß echt nicht, was ich dabei gedacht habe. Was? Der Hammer hat? Ja, der Hammer, das ist ja Teil einer Fähigkeit. Der Hammer ist ja. Zählt ja auf die Stärkfähigkeit. So. Ist denn wieder Stärkfähigkeit? Kann ich jetzt das Schwert hier vernünftig führen? Das wäre mal auch sehr interessant. Mit dem Schwert kann man ja auch Gegner hauen. Ich würde das Schwert übrigens gerne behalten. Aber es geht nicht. Ich hätte das gute Stück vor allen Dingen einhändig finden oder so auf. Naja. Die Rein-Raus-Taktik ist aber ein bisschen. Ja, das Problem ist aber halt, wenn ordinäre Gegner alle Fernkampf können. Oh ja, wo ist das denn noch? Das ist ja das Problem. Das ist ja eigentlich der Kernpunkt meiner Aufregung, dass die halt, selbst die 0,15 Gegner, das komische Schwert noch werfen können. Dann können die halt noch einen Aufladerangriff. Du kannst halt weder wegrennen und wie um die einzelnen Tippen. Also du kannst sie ja nicht kiten. Das ist das Hauptproblem. Ich kann die nicht kiten. Weil immer, wenn ich wegrenne, bin ich halt nur am Ausweichen. Da möchte sich wohl jemand unterhalten. Die gab's im Vorgänger auch. Das kann jetzt nicht die ganze Kampftaktik in diesem Typen sein. Guck mal, selbst die Großen hier machen weniger Damage. Das kann ja nicht alles sein, oder? Hallo? Hallo? Alter. Okay, sein Schilddash. Guck mal, sein Schilddash macht mehr Schaden. Also er macht mehr Schaden mit seinem Schild als mit seinem Speer. Es ist nicht sein Ernst. Was ist denn das? Warum kämpfe ich andauernd gegen Gegner, die mit ihrer Nebenattacke mehr Damage machen als mit allen anderen haben? Oh, das ist der anstrengendste Gegner. Oh, Mann. Alter. Auto jetzt hin, ist der runtergefallen? Mir ist das rechtzeitig, ich habe gar kein Verlangen, die umzuhauen. Ey, das ist. Kommt hier ein nerviger Gegner. Wie?
Natürlich, er hat sich ja voll drin gesetzt. Warum nicht? Alter, echt jetzt? Hallo, ey, das. Das kann nicht euer Ernst sein. Ey, wirklich? Was ist denn das für eine Scheiße hier? Da kommt ein so behinderter Kackgegner nach dem anderen! Also mein Spielspaß ist gerade recht gering, muss ich ehrlich sagen. Also, das ist halt echt dumm. Was soll denn das? Ein Gegner, den ich vernünftig keinen Schaden machen kann? Ja, aber gut, das ist vielleicht ein bisschen eilig. Ich hab noch nicht viel rumprobiert bei dem, aber trotzdem, das ist halt echt anstrengend, so eine Scheiße. Oh, ein Gegner, der die ganze Zeit alle deine Angriffe blockt und mit seinem Schildbash, der einen viel kürzeren Weg hat, den man schlechter blocken kann, mehr Schaden macht als mit seinem Speerangriff mit einer spitzen Waffe. Ja. Was zähle ich da? Da haben wir schon zwei Monster, wo wir fertig. Die ist ja in Netherlim. Sie ist, das. Also ich schauspiele sie übrigens auch gerade ganz gut nach. Sie ist ja schließlich die Personifikation des Zorn. Das mache ich sehr gut im Kopf. Ich hasse diesen Typen. Hallo. Guck mal, wie wenig Damage er einfach mal mit seinen Speer macht. Also ich so gerne. Hallo. Ach, das sind zwei, wa? Ey! Ach! Ach so! Ach so! Sie dachten, es wäre in Ordnung, dass so ein komisches scheiß Kackskelett das blocken kann, in den gleichen Raum zu stellen! Alter! Ey! Ich bin dein Untergang! Ist jetzt die einzige Taktik? Anscheinend. Also die Taktik gegen diese Viecher ist, zu blocken, auszuweichen. Alter, wer denkt sich so ein Mist aus? Ja, der kann mich mal. Ey, wirklich. Wer denkt sich so einen behinderten Scheiß fucking Gegner aus und denkt sich, ja, das ist bestimmt ein spaßiger Boss. Das macht bestimmt total Spaß. Gegen so einen, in diesem Fall, Whip-Sponge zu spielen, der all deine anderen Block, den du nur mit dem Parry-Angriff Schaden machen kannst, in der er jedes Mal 3% Leben verliert. Also ich ihn gut 30 Mal hauen muss, damit er stirbt. Ja, das ist so ein Minium, das ist gar nicht so schwer, wie es aussieht. Auf jeden Fall, wirklich, wer denkt sich, oh, das ist bestimmt ein total spaßiger Gegner. Das macht bestimmt Spaß, gegen den zu kämpfen. Und dann packt er in den gleichen Raum noch irgendwelche Schwarmmobs, die auch blocken können. Und keinen Schaden, also dass man die nebenbei noch umhauen kann. Also man muss ja nicht mehr, das ist ja das Ding. Du hast einen Gegner im gleichen Raum, den du nicht irgendwie nebenbei umhauen musst, wo du halt ein bisschen beachten musst, der dich nicht angreift. Nein, du hast einen Gegner, der aktiv benötigt, dass du ihn irgendwie kaputt haust, weil du musst mitdenken. Was halt irgendwie ziemlich scheiße ist, wenn man bedenkt, dass es halt. Also, du hast also zwei Gegner, die du irgendwie parryen musst oder halt im richtigen Moment angreifen. Und einer davon macht verdammt viel Schaden und tötet dich mit zwei Schlag, wenn du nicht aufpasst. Ich denke mal, wenn man ewig lang Gegner rumboxt, ist das für eine Maps, ja. Ja, das ist. So fühlt sich das an, ne? Das ist wahrscheinlich Spielzeitstreckung. Wird es wahrscheinlich auch sein. Ich glaube, das Spiel war auch nicht so ewig lang. Also. Ich weiß nicht, ich habe eigentlich keinen Bock mehr, mich mit solchen Idioten-Gegnern rumzuärgern. Wenn es ein Boss ist, okay, dann muss es wohl sein. Aber Gegner, die so lange brauchen, bis sie down sind, da sehe ich irgendwie keinen Spaß drin, weißt du? Das dauert halt ewig und es passiert nichts. Also nicht die, die ich gerade kaputt mache, die sind relativ klar, die Blocks, aber ich habe ja zwei von diesen Steinen hier gekriegt. Ich frage mich gerade, warum. Warte mal. Der eine höher als der andere? Ah, tatsächlich. Nicht da hinten, da gibt es noch andere Orte, wo ich hin muss. Die Züge drüber. Ne, ich will anscheinend. Okay, dann muss der hier wahrscheinlich an die Wand und der andere muss. Ja, ist relativ klar. Hoffentlich. Ja, auf jeden Fall regt mich das gerade richtig doll auf. So eine Scheiße, also wirklich. Also die komischen Schwarmgegner, wovon alle blocken können, ist ja eh eine Sache. Aber. Dennoch, das zusammenpassen mit Gegnern, die. Das heißt das wirklich.
Ich weiß noch nicht. Also, ich hätte nämlich gedacht, dass man vielleicht irgendwie um den rumrennen muss und den dann von hinten immer hauen kann, dass es dann irgendwie effizient ist. Aber es ging ja auch nicht. Ich habe ja versucht, um ihn rumzulaufen. Der hat sich immer gedreht. Und zu wissen, wenn ich zugeschlagen habe, war das Schild wieder in meine Richtung. Also keine Ahnung, was ich dabei gedacht habe. Also das ist, nee. Ich weigere mich. Oh, na gut. Wieder mal geschafft.